Moin und herzlich willkommen zurück zum Fußballmanager 14 mit dem MTV Gießen und heute zu Bundesligaspieltag Nummer 28 gegen den SV Werder Bremen. Es geht heute für den Verein quasi um nichts mehr, denn letztes Spiel haben wir es geschafft, uns die Meisterschaft am 27. Spieltag zu sichern. Das heißt, wir haben jetzt noch 7 Spiele übrig, in denen es ja für den Verein an sich um nichts mehr geht. Na gut, man kann auch ein bisschen sich gut präsentieren, dadurch vielleicht ein bisschen Fans gewinnen oder sowas, die Mannschaft bei Laune halten und was weiß ich. Aber ja, die Meisterschaft, daran ändert sich nichts mehr. Aber gut, heute haben wir ein Topspiel auf jeden Fall gegen Werder Bremen. Die stehen auf Platz 3 hier und hier auf Platz 7. Das heißt, das gucken wir uns als 3D-Spiel an. Die Mannschaft ist soweit aufgestellt und dann würde ich sagen, kann es auch gleich losgehen. So, wir gehen in 3D-Modus. Ja, was weiß ich. Ja, spielen die Bremer halt mal in grün. Das scheint das Heimtrikot zu sein. Und dann würde ich sagen, das gewinnen wir hundertprozentig. Wir werden sehen, ob es auch so ist oder nicht. Aber stärkemäßig sind wir ja ein bisschen stärker, ne? Stärkemäßig stärker. Das klingt ganz gut. Und, oh, die Bremer haben eine super Saison und super Form. Wir auch. Wir sind zwar auf dem DFB-Pokal schon ausgeschieden, aber der Rest läuft super, die Saison. Ich meine, die Meisterschaft haben wir uns auch sehr früh schon jetzt gesichert. Das ist doch schon mal ganz schön. Und wir sorgen dafür, dass sie so gut endet wie möglich. Ne? Also gut, alle Titel können wir leider nicht mehr holen. Aber alle anderen, sozusagen. Und darüber den Verein hinaus gibt es ja auch noch die Europameisterschaft, ne? Die wir uns dann auch noch angucken könnten. Also angucken werden. Denn ich gehe mal stark davon aus, dass Momentel wieder dabei sein wird und dann werden wir die Spiele ja sehen können. So, und dann sind das die Aufstellungen. Und dann kann es auch schon direkt losgehen. Also, dann müssen wir mal das Tempo eben anheben. Und dann geht es im Mittelfeld ein bisschen schneller zur Sache. So, da haben wir hoch, da haben wir Hildebrand. So, das könnte schon mal was werden. Und es wird sogar schon was. Mit einem Fernschuss von Nico Hildebrand. Sein 7. Saisontor. Und wir gehen gleich in Führung. Schön. Herrlich in den Winkel. Wunderbar. Schön, schön. Schade. Dimitrov, das ist doch auch unserer, ne? Seftalin Dimitrov. Den haben wir doch an Bremen ausgeliehen. Und direkt das nächste von Albin Ruch. Die Fans kommen gar nicht zur Ruhe, da fällt schon das nächste Tor. Super. 2:0, schon so früh. Und auch wieder so ein echt schönes Ding. Wieder da im Flug den Kopfball macht. Schön. So, jetzt die Verteidiger passen auch auf. Die meiste Zeit zumindest. Jetzt wird es vielleicht nochmal gefährlich. Schmitz und Alex und ja, der Anschlusstreffer. Schade. Na gut, wir führen ja noch. Wir haben jetzt zweimal getroffen. Das heißt, es sieht gar nicht mal so schlecht aus. Aber das ist wieder so die Situation, ne? Unsere Verteidiger rennen gar nicht weit genug zurück, um diese Angriffe abzuwehren. Und ich, ja, ich habe schon oft gesagt, keine Ahnung, was man da machen soll. Man kann den irgendwie nicht, ich kann den irgendwie nicht beibringen, noch weiter nach hinten zu rennen. Durch die Laufwege oder sowas, die man ihnen eintrichtern kann, durch die Abwehrreihe, die man vielleicht einstellen kann. Das hat alles darauf anscheinend keine Auswirkung. Die gehen einfach nicht weit genug nach hinten. So, Schmitz. Diesmal mit ganz viel Platz, kein Abseits. Und schon wieder Alex. Und schon wieder. Und jetzt der Ausgleich. Durch zwei quasi gleiche Tore. Was ist denn da los? Wieso geht das so schnell? Na toll. Da hat man so einen guten Start hingelegt. Und das war wenigstens Abseits. Deutlich sogar. Oh, jetzt meine Laune schon wieder so halb dahin, ne?
wenn das so schnell wieder geht, dass man da wieder zurückfällt. Hab mich so über den Blitzstart gefreut. Jetzt rennt er auch noch wieder ins Abseits. Das war aber diesmal sehr knapp. Scheint auch so ein bisschen Abseitsfalle gewesen zu sein bei Bremen. Zumindest so im Ansatz. Oh, das war auch Abseits. Krass. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Abseits auf der Mittellinie. Und jetzt gibt es eine Karte für Bremen. So, die geht an Daniel Schmitz, der jetzt schon 2 Tore vorbereitet hat. Durch dieses Foul an Niklas Meierhofer. Oh, schade. Da hat nicht viel gefehlt. Überhaupt nicht viel. Das war so knapp gerade. Schade. Ja, und ich sehe gerade, es sieht ganz gut aus, die Saison, dass wir sogar noch eine Tordifferenz von 100 oder sowas kriegen. Krass. Haben wir die Saison eigentlich schon mal ein Spiel verloren in der Bundesliga? Ich glaube noch nicht, ne? So, Schmidt und schon wieder kommt der Pass an, aber diesmal kann er nicht verwertet werden, immerhin. Oh, das war jetzt ein komischer Ballverwurst. Na, immerhin Abseits. Die Abseitsfalle scheint zu funktionieren, das freut mich. So, Glob und schon wieder knapp vorbei. Ärgerlich. Schon wieder ähnlich knapp wie das vorhin auch von Albin Ruch. Und da war schon wieder die Abseitsfalle am Werk. Schön. Oder zumindest ist ein Abseits dadurch entstanden. Also, ist ja die Frage. Es gibt ja auch Abseits ohne Abseitsfalle, ne? Man braucht nicht unbedingt eine Abseitsfalle, damit das Abseits zuschnappt. Aber es hat zugeschnappt. Und das ist das Wichtigste in dieser Situation. Denn wie gesagt, wenn das in so einer Situation schief läuft, dann ist man sowas von offen. Dann hat man ein Riesenproblem. So, jetzt geht es erstmal Halbzeit. Steht ja leider nur unentschieden. Was etwas schade ist, denn wir haben so einen guten Start hingelegt. Das ist ärgerlich. Okay. Dann schauen wir doch mal. Die Noten sind alle überhaupt nicht gut. Hier die 2,0 ist die beste. Ne, Moment, das lassen wir so. Dann haben wir noch 3,0er. Hier Metal könnten wir noch reinbringen. Der trifft doch auch gerne. Bestimmt. Hier noch. Was weiß ich. So, dann haben wir hier ein bisschen gewechselt. Jetzt steckt unsere große Stunde hier. Das könnt ihr euch nicht, auch doch nicht auf euch sitzen lassen hier. Dass es jetzt hier nur ein Unentschieden wird. Alle sind euphorisch. Da weiß man halt nicht wirklich, mit wem man reden soll. Massagen könnte man noch machen. So. Jetzt haben wir noch ein paar mehr auf 100. Und ihre Spieler wirken unzufrieden mit der eigenen Leistung. Man spürt, dass es zur zweiten Halbzeit besser werden soll. Dann schauen wir doch mal, ob das jetzt auch klappt. Interessant, wie das die Zuschauer so durchmischt sind. Da sind sowohl Gießener als auch Bremer komplett in den Blocks durchmischt, ne? Ist die Frage, wie realistisch das ist. So, jetzt die Bremer wieder. Fürst. Dimitrov, das ist unser Mann. Oh, das war Abseits. Okay, alles gut.
Alles gut. Wie viele war das jetzt? Siebte Abseits von Bremen. Schön, dass das bei uns wenigstens klappt mit dem Abseits. Und reingegangen wäre sowieso nicht. Auch mal in der Hinsicht alles gut. Aber jetzt haben wir Probleme hier, ne, uns zu behaupten. Oh, das ist nicht gut. Na, ah, jetzt liegen wir sogar hinten. Und zwei von unseren Spielern rennen direkt unter die Tribüne, um sich zu verstecken. Wie man das eben gesehen hat. Och Mann. Was ist denn jetzt auf einmal los? Hier, so ein guter Blitzstart hingelegt und jetzt das. Jawohl, setz dich durch, jawohl. Und mach was draus. Och Mann. Ich will doch nicht verlieren hier. Ich glaube, wir haben diese Saison noch keine Niederlage in der Bundesliga. Ich will erst nicht, dass es jetzt nach der Meisterschaft anfängt. Da will man doch souverän das durchziehen, jetzt wo man schon das Wichtigste geschafft hat. So, jetzt Mettel und setz dich durch. Auf geht's. Ja, das sieht gut aus. Und schon wieder der Torhüter. Ah. Schmidt mal wieder. Und wieder Alex da vorne. Ich ahne schon, wohin das führt. Oh, und es hätte fast genau dazu geführt. Was da schon zweimal geklappt hat heute. Warum tun die sich auf einmal so schwer? Konstantin Schöttgen kommt rein für Romario. Macht er hier gleich den Einwurf. Hilfe. Was ist denn da auf einmal passiert? Der Anfang hat so gut geklappt und jetzt auf einmal tun sie sich so wahnsinnig schwer. Jetzt ist Alex durch quasi. Okay, immerhin zu bedrängt, um ein Tor zu machen. War der abgelenkt worden? Würde ich fast von ausgehen, aber anscheinend nicht. Och Mann, ich will nicht verlieren. So, Kist. Klopp. Und der schießt sehr früh. Aber jetzt kriegen wir eine Ecke. Dadurch, dass er den Ball nicht gestoppt bekommen hat. Nein, immerhin. Adrian Grbic kommt rein für Daniel Schmitz. Oh, schade. Kist, Metal, jetzt aber. Och, immer dieser Torhüter. Warum ist ein Torhüter am Tor? Das nervt. Und jetzt aber. Ah, der kommt nicht ran. Das ist so ärgerlich, wie das jetzt läuft hier. Wir haben 2:0 geführt. So früh im Spiel. Und dann so früh der Ausgleich. Und dann noch ein Gegentor und jetzt liegen wir hinten und wir kriegen nichts mehr gebacken. Manu. So, letzter Wechsel bei Bremen. Julian Stolz für Luca Steinfeld. Oh, und schon wieder nur der Torhüter. Wir machen ja so viel Druck bei denen. Und kommt einfach nichts bei rum. So gemein. So, jetzt läuft schon die Nachspielzeit. Sieht danach aus, als würden wir heute verlieren. Gibt es nochmal ein Gelb für Bremen hier. Geraldo Raab.
Und wir kriegen den Ball nicht bei diesem Freistoß. Och, Manu. Und das war's. Wir haben verloren. Ich glaube, das war die erste Niederlage dieser Saison. Ja, jetzt könnte man sich wieder beschweren. Ja, jetzt, wo die Meister sind, ne, dann schenken sie den anderen die Punkte. Dimitrov freut sich, obwohl sein Stammverein hier verloren hat. Ach, Manu. Das ärgert mich jetzt. Ich weiß, es geht um nichts. Es ist eigentlich egal. Ist eigentlich aber auch nicht egal. Wir wollen ja auch hier eine gute Stimmung haben für das nächste Champions-League-Spiel gegen Chelsea. Wenn wir jetzt schon gegen Bremen verlieren. So, ne, das war unsere erste Niederlage diese Saison. Also das, ne, ich weiß, wir sind schon Meister, aber das ärgert mich jetzt wirklich sehr, dass das jetzt nicht geklappt hat. Hat Röge getroffen heute? Immerhin nicht, okay. Dann ist das nur halb so schlimm. Aber ja, das ärgert mich wirklich sehr. Naja, können wir jetzt nicht ändern, jetzt ist es passiert. Gut, wie sieht's denn aus jetzt? Nächster Mittwoch ist wieder ein Champions-League-Spiel gegen Chelsea. Da müssen wir dann wieder gut drauf sein dafür. Klar. Das heißt, wir gehen mal, bewegen uns mal in die Richtung. Schreiten voran in der Zeit. Und dann schauen wir mal, wie es an dem Tag dann wieder aussieht. Ach so, was man vielleicht mal gucken könnte. Ich sehe gerade, das ist ja ein Heimspiel, was wir jetzt haben. Dann möchte ich nochmal schauen wegen der Ticketpreise, ob wir da nicht noch was rausholen können. Aber wir müssen erstmal warten, bis das Autosave vorbei ist. Und zwar schauen wir jetzt mal rein. Also. Top. Dann sind wir immer noch. Aber egal, ich lasse das. Ich ändere jetzt nichts an den Ticketpreisen. Top ist top. Und dann nehmen wir da ein bisschen mehr Geld mit. Und dann ist es trotzdem ausverkauft, dann soll es mir auch recht sein. Gut, was noch? Jugendspieler entdeckt von einem Talentsucher. Das ist ein gutes Zeichen. 5 Sterne, wie immer eigentlich. Schön. Also Stärke ist jetzt nicht so krass. Der ist aber auch erst 14 Jahre alt. Nehmen wir mal. Der wird uns noch eine ganze Weile begleiten, so wie es aussieht mit seinen 14 Jahren. So, dann die zweite Mannschaft für ein Spiel. So. Wie sieht's aus mit dem Freundschaftsspiel? 2 Tage noch. Gut, es ist dann soweit, wenn das Spiel gegen Chelsea, das Champions League Spiel gegen Chelsea ansteht. So, die Reserve gewinnt 3:0 gegen ATSV Sebalsbrück. Schön. Und dann gehen wir noch einen Tag weiter. Und dann haben wir das Champions League Spiel, das Viertelfinale gegen Chelsea, das Hinspiel. So. Gut. Dann Talent-Jugendcamp entdeckt. Was haben wir denn da? Der kann nix. Okay, den nehmen wir auf und schmeißen wir raus. Aktion. War das nicht hier? Ah, ne, hier. Vertrag nach Hause schicken. So war das. Okay. Gut. Ach so, dann sollte ich vielleicht nach dem Spiel nochmal darauf achten, dass ich hier wieder die Spieler hochhole, damit wir wieder ein bisschen mehr... der Verein ein bisschen mehr Wert hat oder so, ne? Obwohl es eigentlich nicht so dringend ist. Wie viel Geld haben wir noch in den Anlagen drin? Wir haben noch... hier. Jede Menge. 6% Gewinn. Das läuft auch gar nicht so schlecht. Ja, wir haben noch ein bisschen Geld noch drin. Das ist schön. Okay. Dann müssten wir jetzt hier nach Stärke aufstellen, ne? Jetzt will Amter aufgestellt werden. Jetzt ist aber gerade schlecht, weil wir Stärke brauchen. So vielleicht. So vielleicht. Dann hier, du dahin. Du dahin. So, darüber hinaus. Du noch hier, du noch... Ach, nicht. Wieso haben die da die Position getauscht, als ich da hingeschoben habe? Das verstehe ich nicht so ganz. Wonach sich das ordnet.
Und du bist noch besser als er. Und dich tauschen wir gegen ihn. Und ja, die... Ja, das könnte durch die Niederlage gekommen sein. Die Stärke ist jetzt wieder, ne? Die Moral ist wieder so halbwegs im Keller. Also für unsere Verhältnisse im Keller. Es wirklich sind zwar immer noch gute Werte, aber wir sind ja besseres gewohnt mittlerweile. Naja, gut, dann ist es wohl so. Und das wäre dann wohl die Aufstellung für das Spiel jetzt. Das nächste. Gegen Chelsea. Dann würde ich noch mit den Spielern reden. Und dann wären wir eigentlich auch schon vorbereitet. Gut, dann würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen und wir sehen uns dann hoffentlich wieder, wenn wir dann das Viertelfinale des Champions League bestreiten. Also bis dahin, tschüss. Hat dir das Video gefallen und würdest du gern mehr von sehen? Oder schwirren dir noch unzählige Projekte im Kopf rum, die wir mal machen sollen? Leider ist das für uns momentan alles nur sehr schwer umzusetzen, da YouTube nur ein Nebenjob für uns ist. Jedoch, was nicht ist, kann sich ja noch ändern und das schon ab 1 Euro pro Monat. Das ist jetzt auf den ersten Blick nicht viel Geld, aber wenn bereits jetzt jeder Abonnent uns diesen 1 Euro geben würde, können wir YouTube bereits Hauptprofi umsetzen. Wenn wir und der Kanal dir also am Herzen liegen, überleg doch vielleicht, ob du nicht auch wie diese Leute ebenso ein Kanalmitglied werden möchtest, damit auch wir bald unseren Traum von YouTube zu leben Realität werden lassen können.